Lasst uns die Adrenalinspiegel in die Höhe treiben und die Bildschirme zum Beben bringen. Ich präsentiere euch heute die Top 10 epischsten Anime-Rage-Momente. Diese Momente, in denen unsere Lieblingscharaktere ihre Wut und ihren Zorn zum Ausdruck bringen, sind unvergesslich und haben uns schon oft sprachlos hinter dem Bildschirm hinterlassen. Falls ihr mehr über Anime erfahren wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Ich würde mich riesig freuen. So, aber lang genug geschnackt, lasst uns direkt eintauchen und lasst uns sehen, welche Momente es auf unsere Liste geschafft haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Platz Nummer 10. Rising of the Shield Hero. Kurz vorab, vergessen wir einfach die zweite Staffel. Wirklich, das war beschissen. Aber egal. Naofumi wird oft wütend, aber der Zeitpunkt, in dem er am meisten ausgerastet ist, war, als er dieses Rage-Schild bekommen hat. Diese Wut, die in ihm aufkochte, hat sich in Stärke verwandelt und somit konnte er diesen Drachen easy wegkleppen. Auf der Nummer 9 haben wir Mob Psycho 100. Jetzt mal ehrlich, es ist immer eine schlechte Idee, einen Protagonisten eines Anime wütend zu machen. Haben wir auch noch genug Beispiele hier in dem Video. Aber dieser Kollege hat es mal wieder geschafft, jemanden aufzuregen, den er lieber hätte in Ruhe lassen sollen. Was ein Depp. Okay. Mob verspürt eine starke emotionale Verbindung zu seinem Bruder und das Letzte, was er hätte sehen sollen, ist, dass sein Bruder verprügelt wird. Das war nur die Kirsche auf der Torte für Mob und hier sehen wir, was passiert, wenn man sich mit dem Falschen anlegt. Selber schuld. Film ab. Okay, jetzt wird's heftig. Als nächstes reden wir über Slime. Yo, das war echt heftig. Ich weiß noch genau, wie ich vor dem Bildschirm saß und diese Szene gesehen habe und nicht mehr klargekommen bin. Die. May the wrath of the gods pierce you. Nikita! Rimuru, der bad f***ing ass Character. Mir wäre gerade fast was rausgerutscht. Okay, ja, Rimuru, was stellt ihr da bitte mit den Leuten an? Gebt euch diesen Moment und überzeugt euch selber von diesem geilen Anime. Bitte, ich weiß, Isekai ist ausgelutscht, aber dieser Anime hat es geschafft, Isekai zu etwas Schönem wiederzumachen. Question. Would you like to use the unique skill Merciless? Yes. Black Clover. Ja, Asta rastet oft aus. Okay, so. Im Kampf Asta gegen Dante war es wohl zu viel für den Jungen. Durch dieses Massaker. Durch dieses Massaker, was Dante da veranstaltet hat, konnte sich Asta nicht mehr halten und bam, der Dämon in ihm erwacht und zeigt die wahre Stärke, die in ihm steckt. Und ich muss sagen, Black Clover hat viele geile Momente, die man in einem zweiten Part theoretisch noch zeigen könnte. Also haut mir ein paar Momente in die Kommentare, damit ich noch einen zweiten Part machen kann. Let's go. Und schon sind wir bei der Nummer 6. Takamura von Hajime no Ippo. Also wirklich, nicht so selten kommt es vor, dass man sich im Sport aufregt. Aber Takamura hat diese Aufregung auf ein anderes Level gebracht. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der im Ring so heftig die Fäuste fliegen lässt und seinem Gegner so auf die... Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, seht selbst. Direkt im Anschluss folgt eine sehr traurige Szene von einem Meisterwerk in meinen Augen. Und zwar geht es um den Anime Naruto Shippuden.
not mark the Blood Mist Village. Ihr merkt, meine Laune ist schon wieder im Keller, weil diese Szene trifft mich immer und immer wieder. Es geht um Obitos Wutausbruch. Der Verlust von seiner großen Liebe Rin war zu viel für den jungen Obito. Trauer, Schmerz und Wut waren das Einzige, an das er in diesem Moment noch denken konnte. Das Massaker kriegen wir nie wieder aus unserem Gedächtnis. Das war einfach viel zu brutal. Und manchmal, wenn ich im Bett liege, muss ich immer noch daran denken. Scheiße. You damn human! Don't you understand? Ich glaube, diese Hitze hat sogar hinter dem Rechner jeden erreicht. Wow, so viel Wut gegenüber einem anderen zu verspüren, ist echt heftig. Kann ich jedoch verstehen, bei der dreckigen Aktion, die dieser Idiot getan hat. Roy, das war einfach überwältigend. Alright, für den einen oder anderen kommt jetzt ein bisschen die Nostalgie hoch. Und zwar geht's um Goku vs. Freezer. Also nicht der Kühlschrank. Oh mein Gott, war der flach. Ja, wir starten jetzt mal mit einem Banger. Goku gegen Freezer, wow, dieser Kampf ist so legendär. Die Wutausbrüche von Goku und als er zum Super Saiyajin wird, einfach unglaublich. Freezer, dieser Dreckige. Aber ja. Ich glaube, ich kenne niemanden, der mit Freezer einen Tee trinken würde. Zahllose, unschuldige Menschenleben hat dieser Scheißkerl ausgelöscht. Und deswegen hat er auch nichts anderes verdient. Ein legendärer Rage. Und Platz 2 ist natürlich Attack on Titan. Das darf nicht fehlen. Wenn Attack on Titan auf dieser Liste fehlt, dann kriege ich Ärger. Genau, Platz 2 ist Attack on Titan. Wer hätte gedacht, Attack on Titan muss hier drin sein. Und es geht um Levi. Wenn man den Namen Levi hört, dann weiß man eigentlich schon, dass man sich lieber nicht mit ihm anlegen sollte. Aber eine Sache, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist es, ihn wütend zu machen. Durch Erwins Tod, durch die Beast Titan, konnte Levi sich nicht mehr zurückhalten und zerstückelte Sieg so heftig, wie Gordon Ramsay das Hackfleisch in Würfel schneidet. Attack on Titan, meine werten Anime-Fans. Platz Nummer 1, wer hätte es gedacht, es muss natürlich Hunter x Hunter sein. Ach du Heilige, dieser Moment hat mich auseinandergenommen. Diese Wut, die Gon da verspürt, ist gefühlt durch den Monitor gesprungen und hat mich zerfressen. Unglaublich, wie dieses Meisterwerk von Hunter x Hunter einen so in den Bann ziehen kann. Wer diesen Anime noch nicht geschaut hat, hier ist meine große Empfehlung. Okay. Ein Must-Watch für jeden Shonen-Liebhaber. Was? Wir sind schon am Ende vom Video? Aber es gibt doch noch so viele Momente. Ja, ich weiß. Und ich habe auch Bock, einen zweiten Part davon zu drehen. Lasst doch gerne ein Like da, ein Abo und ein Kommi, welche Szene im zweiten Part auf jeden Fall enthalten sein soll. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.